Eine echte Mittelalterwurfaxt ist heute im Test und das schauen wir uns jetzt genauer an. Hier haben wir jetzt die kleine Franziska, die Wurfaxt der Merowinger oder der Wikinger, kann man auch sagen, zwischen 7. und 9. Jahrhundert ist die hauptsächlich im Gebiet der Franken benutzt worden. Und dann sieht man sehr schön, das ist hier aus Holz und hier haben wir einen Stahlbart und dieser Bart macht hier eine Rundung oder hat hier eine Rundung und daran sieht man, dass es eine Wurfaxt ist. Alle anderen haben, es gibt noch eine Bartaxt und die hat einen länglichen Bart unten dran, aber das hier ist ausgesprochen eine Rundung und somit eine Wurfaxt. Da es ja auch ein bisschen um die Action geht, wollen wir mal ausprobieren und gucken, wie gefährlich ist denn so eine Waffe. Und das solltest du halt zu Hause nicht machen, deswegen tue ich das hier für dich. Also ganz klar. Ja, ich bin auch schön nass. So, Aktion Nummer 2. Also, wirklich gefährlich, ne? Das ist kein Spielzeug mehr. Sehr schön zu sehen hier. Ja, wieder. Da kann man gut sehen, dass die richtig schön weit drin ist, dieser Bart. Also ist eine richtig gefährliche, scharfe Waffe. Und warum die jetzt eigentlich Wurfaxt heißt, das werden wir jetzt als nächstes betrachten. So, und jetzt wollen wir mal die Wurfaxt ausprobieren. Die Wikinger haben die ja deswegen verwendet, um auch ihre Feinde damit erstmal zu erschrecken und auch die Reihen aufzulösen ein bisschen, also ein bisschen, und auch Menschen zu treffen. So, jetzt schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert hat. Und genau das sollte passieren, dass der Stiel rauskommt aus dem Bart. Das war nämlich deswegen gewesen, dass die Feinde die Äxte nicht wieder zurückschießen konnten. Also wenn die Axt trifft, dann tut das richtig weh. Ja, und deswegen, also wenn du mal so eine Axt ja kaufen solltest, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass einfach der Stiel sich ablöst. Das ist einfach so, es gehört so. Ne? Das ist genauso wie das nicht rostfreier Stahl ist. Das ist halt einfach so, dass es, wenn man es original möchte, dann muss man sich damit halt anfreunden ein bisschen und immer zu mal putzen. Langsam nähern wir uns der kritischen Grenze. Aber egal, die getroffen ist getroffen. Wenn ich es auch hier sehr schön sehen kann, das hat unten getroffen und oben. Aber selbst nach so vielen Würfen bleibt die Axt immer noch gut stecken. Also schon sehr gutes Material. Gut ordentlich gearbeitet. Wenn dir das Video gefallen hat, dann könnte dich auch noch interessieren, was kann man mit diesem Schild alles zerstören. Ich bin der Thomas von Blautok-Greiz und wir lieben das Mittelalter. Ciao!